Hallo, schön, dass ihr da seid. Wir sind von der Berliner Gruppe von Rheinmetall-Entwaffnen. Es gibt auch ein bundesweites Bündnis. Das trifft sich so ungefähr einmal im Monat in der Gegend von Unterlüster, wo das Camp ist, vom 1. bis zum 9. September. Meistens treffen die sich in Celle oder Hannover. Genau, wir erzählen euch heute was über den größten deutschen Waffenproduzenten. Rheinmetall hat 2015 irgendwie einen Jahresumsatz von 5 Milliarden gemacht. 2018 waren sie bereits bei 6 Milliarden und wir finden, es ist allerhöchste Eisenbahn der Militarisierung der Gesellschaft, was entgegenzusetzen, weil jetzt auch noch irgendwie die großen 2% auf jede Fahne geschrieben werden. Das bedeutet, dass die Rüstungsausgaben, die jetzt schon bei 43 Milliarden sind, auf 80, 85 aufgestockt werden. So gibt es verschiedene Berechnungen und wir finden, das Geld könnte auch für andere Sachen ausgegeben werden. Ja. Zuerst wird etwas über den Konzern erzählt und dann über das Programm auf dem Camp und dann über die Blockade selber der Produktionsstätte. Genau. Ich fange an mit dem kurzen inhaltlichen Input zu Rheinmetall. Zunächst ein paar Daten und Fakten zu Rheinmetall. Wie gesagt, ist Rheinmetall der größte deutsche Rüstungskonzern. Der Hauptsitz von Rheinmetall ist in Düsseldorf. Rheinmetall ist weltweit auf Platz 25 der 100 größten Waffenhersteller. Und der Konzern besteht aus etwa zwei gleich großen Sparten. Also zum einen eben Rheinmetall Defense, der Rüstungsbereich, und die andere Sparte ist der Automobilbereich. Rheinmetall produziert Kanonen und Artillerie, also großkalibrige Geschütze und Raketen. Außerdem Munition und auch andere Waffentechnik. Und Rheinmetall hat kürzlich auch einen bewaffneten Drohnenpanzer entwickelt. Rheinmetall ist Zulieferer für Militärfahrzeuge, wie zum Beispiel den Panzer Leopard 2 und auch den Panzer Puma. Den hat Rheinmetall zusammen mit Krauss Maffei Wegmann entwickelt. Und genau, für den Kampfpanzer Leopard 2 stellt Rheinmetall die Waffenanlage her. Der Panzer Leopard 2 ist relativ bekannt, das Bild. Das ist eben dieser deutsche Leopard 2-Panzer vor dem Rathaus in Afrin bei dem Angriffskrieg der Türkei gegen den Kanton Afrin in Nordsyrien. Rheinmetall hat weltweit knapp 25.000 Mitarbeiterinnen. Und wie Hanna ja schon meinte, steigt der Umsatz von Rheinmetall immer weiter an. 2018 ist er um 4,3% gestiegen auf jetzt 6,15 Milliarden Euro. Und davon ist der Rüstungsanteil ungefähr, macht die Hälfte davon aus, also 3,22 Milliarden. Auch eben die Rüstungssparte ist sehr stark angestiegen, um 6,1% im Jahr 2018. Rheinmetall hat schon verkündet, dass sie auch in Zukunft hohe Gewinne einfahren werden. Ihre Auftragsbücher sind voll. Sie haben Bestellungen. Die Bestellungen sind auch angestiegen in 2018 auf jetzt 8,6 Milliarden Euro. Rheinmetall bewirbt sein Kriegsgerät vor allem mit dem Begriff Sicherheit. Dazu will ich euch einen kurzen Ausschnitt aus ihrem eigenen Imagefilm zeigen. Rheinmetall ist ja eine Aktiengesellschaft. Die größten Anteilseigner sind vor allem so Investmentgesellschaften, also zum Beispiel die Capital Group Companies. Das ist eine US-amerikanische Investmentgesellschaft, die hat 11% der Stimmrechte. Und auch der Vermögensverwalter BlackRock hat 4,9% der Stimmrechte von Rheinmetall und außerdem noch der norwegische Staat, der hat auch 3%. Früher war es bei Rheinmetall ein bisschen anders, da war es stärker in der Hand einer Unternehmerfamilie, und zwar der Familie Röchling. Die haben aber 2004 ihre Aktienmehrheit verkauft und jetzt ist es eher eben in der Hand von so institutionellen Anlegern. Nochmal zur Konzernstruktur, hatte ich ja schon gesagt, eben diese zwei Bereiche. Automotive und Defense. Und Defense gliedert sich wiederum in die drei Bereiche Waffe und Munition, Electronic Solutions und Vehicle Systems. Electronic Solutions, da geht es vor allem um die Produktion von Flugabwehrsystemen, sogenannte Soldatensysteme und Sensoren. Genau. Und Vehicle Systems ist dann die Produktion von gepanzerten Kettenfahrzeugen, Radfahrzeugen,
Turmsystem, das ist jetzt, genau nochmal, das kann man wahrscheinlich schwer erkennen jetzt, eben nochmal der Aufbau, diese drei Bereiche und Unterlüß ist eben der Hauptsitz von Rheinmetall Waffe und Munition ist eben in Unterlüß und das zeigt sich dann eben auch nochmal auf in verschiedenste Tochterfirmen. Eine Tochterfirma, auf die ich noch später zurückkomme, ist eben die RWM Italia und Rheinmetall Denel Munition in Südafrika, weil die sind recht wichtig für die internationale Strategie von Rheinmetall, um Waffenexporte durchzuführen. Das ist hier ganz rechts außen in dem Sessel Armin Pappberger, der Vorstandsvorsitzende von Rheinmetall. Da will ich ein Zitat noch bringen aus der Pressemitteilung vom März 2019, wo er sagt, Rheinmetall bleibt auf profitablem Wachstumspfad. Wir wollen unsere Umsätze insgesamt weiter erhöhen und gehen von einer erneuten Ertragssteigerung aus. Bei Defense macht sich der Trend zur forcierten Modernisierung der Streitkräfte verbunden mit steigenden Budgets in unseren Auftragsbüchern bereits deutlich bemerkbar. Mit unserer breiten technologischen Aufstellung sind wir bestens positioniert, in Deutschland und in anderen Partnerstaaten in den kommenden Jahren eine führende Rolle bei der Modernisierung der Streitkräfte zu spielen. Ja, da hat er ja auch schon gesagt, dass eben ja, es zu einer verstärkten Aufrüstung kommt durch diese angedachte 2%-Regelung. Und Rheinmetall erhält eben immer wieder Großaufträge von der Bundeswehr. Also erst kürzlich im Juli hat Rheinmetall einen Auftrag bekommen, den Kampfpanzer Puma auszustatten. Das ist ein Volumen von 470 Millionen Euro. Das machen sie zusammen mit Krauss-Maffei-Wegmann. Genau, Rheinmetall profitiert von steigenden Rüstungsausgaben weltweit. Dazu noch eine Folie, die man jetzt leider auch nicht so gut erkennen kann, wo man eben sieht, welche Länder am meisten ausgeben fürs Militär. Also an der Spitze sind nach wie vor die USA, dann China, Saudi-Arabien und so weiter. Deutschland ist auf Platz 8, genau, mit 49,5 Milliarden Dollar. Und genau, die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat eben kürzlich auch gesagt, dass sie die Rüstungsausgaben weiter steigern will, um dann die 2% des Bruttoinlandsprodukts zu erreichen. Momentan ist Deutschland dabei 1,2%. Genau, nicht nur Deutschland rüstet mehr auf, sondern auch innerhalb der EU wird immer mehr in Rüstung investiert. Es gibt dazu auch jetzt ja schon länger einen eigenen Rüstungs- oder Verteidigungsfonds von der EU. Auch da hat Rheinmetall, bekommt Rheinmetall seit 2018 Gelder für ein EU-Forschungsprojekt. Das ist eins, wo Rheinmetall eben die Führung innehat, zusammen mit 8 europäischen Partnern. Und da geht es um die Entwicklung eines Soldatensystems. Also was ich vorhin schon meinte, das ist so ein Soldatensystem ist quasi die Gefechtsausrüstung von Soldatinnen. Also auch so was für technisches Schnickschnack, die da so dabei haben.